Okay, mach die Tür auf. Bereit. Ebene 11 oder Tests 11. Sind wir jetzt? Staff Quarters Puzzle Areas 11, genau. Reactor Maintenance. Und Abort Tomb. Da hinten, die Tür ist zu. Aber dann kommen wir jetzt hoffentlich auch mal zum Reaktor. Das ich hier, was wir gerade bekommen haben, war so close, also nah, denke ich mal. Okay, also nah am Reaktor. Ich denke, darauf bezieht sich das. Okay, wieder so eine riesige Lobby. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen Computer oder so finden. Da hinten ist auf jeden Fall ein Gang, wo es weitergeht. Oh, ein Billard. Wollen wir damit irgendwas machen? Nee, leider nicht. Schade. Ich hätte das gerne irgendwie bewegt. Oder zurückgespult oder so. Sehr lustig, wenn man das irgendwie noch sehen könnte, wie das letzte Spiel war. Oh, hey. Ich würde sagen, es ist gut, ein Gesicht zu sehen. Aber ihr habt alle das gleiche Gesicht. Wir versuchen, zu den Top. Ich denke, du kannst helfen. Alter. Ich stand da gerade noch. Eieiei, Ground Floor. Achso, das sind 6 Levels. Ja, okay. Wir müssen ganz nach oben. Machen wir gleich. Ich guck mir hier noch ein bisschen um. Hier sind wieder irgendwelche Cornflakes, die Time Loops. Ich hab ewig keine Cornflakes mehr gegessen. Oh, wir haben hier nochmal eine Präsentation, die sich die Leute dann hier irgendwie angeguckt haben. Entropy Debate Club. Okay, der Debattierclub ist hier. Aber da haben wir, glaube ich, schon mal was gelesen. Das ist schon ein bisschen her, aber davon hatten wir mal was. Last Ones. Pineapple on Pizza. Yes. Na, das hatten wir doch schon. Da habe ich mich auch schon zu geäußert. Today's Topic. Using Entropy Worker Bots to clean your quarters, lazy or efficient. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber... ja, keine Ahnung, soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich hätte da keinen Bock drauf. Ich möchte das irgendwie nicht haben. Aber das war's auch schon. Toller Debattierclub. Obwohl, die werden wahrscheinlich über die Pizza-Thematik so lange debattieren, bis sie sich in die Google gehen. So, hier haben wir irgendwelche nochmal kleine Pflanzen. Finde ich irgendwie sehr interessant. Auch super viele Müllsäcke. Das sieht so ein bisschen halt aus, als wäre hier nochmal, ich weiß nicht, irgendwas ausgebrochen, ne? Auch über diese Trennwände und so. Irgendwie komplettes Chaos. Ist das passiert, dass man hier auch überall diese Müllsäcke halt hat und die werden nicht mehr entfernt und so? Müssen ja Leute irgendwann verzweifelt gewesen sein und keinen Bock mehr haben, irgendwas zu machen? Sind das Bohnen? Nee. Chicken Soup. Ja, okay, so eine Hütchensuppe. Hühnersuppe wohl eher, ne? Okay, ich sehe hier keinen Computer, deswegen gehe ich mal davon aus, ich soll da nach oben... aber irgendwie fühle ich mich so unbefriedigt jetzt hier. Ohne PC. Aber das sieht irgendwie so aus wie so ein Areal, wo ein Computer stehen könnte. Und irgendwie möchte ich ganz gern alle mitnehmen, die ich zumindest finde. Oh, was ist das denn da? Ach, da kam wahrscheinlich der Roboter raus, ne? Steht der sogar, glaube ich, noch. Ja, ist reingefahren. Dann war das so rum. Dann ist er dahin abgehauen, ist mir noch nicht aufgefallen. Okay, so eine Ebene höher. Sind das jetzt alles hier Orte, wo Leute einfach ein Zimmer haben? Würde so ganz gut passen, oder? Das bricht. Ja, okay, da können wir höher. Kann nichts sehen. Ja, ist schon nur noch ein roter Feuerball. So, gehe ich jetzt hier lang? Bringt mir das was? Glaube nicht. Aber ich werde es trotzdem mal eben checken. Ja, ich kann hier zumindest langlaufen. Aber das sieht halt nicht so aus, als wäre hier was. Ich glaube, ich lasse es einfach. Also wenn die da jetzt irgendwo was verstecken, dann ist das halt so. Dann kann ich da auch nichts für. Also wenn irgendwo was sass aussieht, dann würde ich da noch hinlaufen. Aber so lasse ich es jetzt erstmal. Es dauert mir zu lange, jetzt in jedem Ding einmal komplett rumzulaufen oder so. Was hier, da können wir checken. Ah. Small static charge emitted to handle grip. Tiredness detected in puzzle operative. Hey, turn that off. Static charge to awake feature cannot be disabled. All allocated puzzle exercises must be completed during the working day. Mhm, okay.
werden elektroschockt, wenn wir einschlafen wollen. So, ich würde sagen, da oben, da ist es recht hell und da leuchtet auch was grün. Da würde ich ganz gern hin. Können zumindest hier hoch. Das bringt mir aber wenig. So, die andere Seite wahrscheinlich auch. Ja. Die Frage. Wir könnten... Ja, okay, wir könnten dann dahin. Ich verstehe. Ich glaube, das ist auch mein Ziel. Nee, einmal zusammenbrechen lassen. Von wegen Puzzle Area 11. Wir müssen jetzt erstmal wieder hier so ein bisschen Kram dazwischen her machen. Hier komme ich ja so hin. Ich möchte das... Ja, genau, jetzt weiß ich's. Ich möchte das einmal hier hinlegen. Ja, ich hoffe, das passt so. Hier ist dann Endposition. Brauchen wir das dann noch woanders? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, da komme ich dann weiter. Ich kriege das jetzt auch mit hoch. Ja, sieht gut aus. Kann halt sein, dass ich das noch irgendwo anders platzieren muss. Dass das hier nicht reicht. Oh, ich habe es echt weit hier auf dieser Seite, glaube ich, platziert. Aber geht. Ich komme hier zumindest hoch. Hoffen wir einfach mal, dass es reicht. Da kommen wir zumindest weiter. Das sieht gut aus. Okay. Noch eine Ebene. Ja, kann halt sein, dass wir jetzt nochmal das Ding brauchen, um hier irgendwie rüberzukommen. Hier sind Fahrstühle, die sind aber zu. Achso, ja, wir sind auf 5, jetzt einer höher, dann sind wir auf 6. Hier ist was. Ja, eine Bridge. Okay, und noch ein Computer, endlich mal. Nee, ich wollte damit interagieren. Jetzt aber. Puzzle Agent Team Würfel, 1. Juli, aber der ist nicht übersetzt worden. Sehr geehrte Puzzle-Agenten, wir möchten Sie daran erinnern, dass das Entfernen von Puzzle-Elementen aus den Puzzle-Bereichen streng verboten ist. Wir vermissen derzeit einen Sprungwürfel und einen Brückenwürfel aus Puzzle-Bereich 11 und 12. Puzzle-Elemente, die nicht zu Freizeitzwecken. Bitte bringen Sie diese umgehend zurück. Mit freundlichen Grüßen, die Entropie-Geschäftsführung. Okay. Also einerseits denke ich mir so, okay, haben wir jetzt gleich... In den Puzzlebereichen 11 und 12 jeweils ein Gegenstand zu wenig, um nachher das Puzzle zu lösen. Andererseits denke ich mir, in den anderen Puzzles war das immer so, dass wir einen Button hatten, um diese Sachen wieder zurückzusetzen. Ich glaube immer. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Warum gibt es das jetzt nicht? Man setzt die doch einfach dann zurück oder die Bereiche sind so abgeriegelt, dass man die auch gar nicht entnehmen kann. Also die haben doch eigentlich schon Sicherheitsvorkehrungen dafür. Aber na gut. So, das wird wahrscheinlich nicht alles sein, oder? Was wir machen müssen. Und hier können wir einfach dann direkt hoch. Wir können da am Ende auch noch weiter rein, theoretisch. Nee, sieht gut aus. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da noch was. Ich bin, glaube ich, zufrieden. Da könnte noch was sein. Da ist zumindest noch ein Licht an. Was mich dahin lockt, wie so eine Motte. Und noch ein Computer. Sehr schön. Beth Edwards, kataklysmisches Ereignis am 18. Juli. Da ist es wieder übersetzt. Gab es nur einen Fehler. Beth, ich habe heute den ganzen Tag mit dem Entropie-Umkehrer-Team verbracht. Ich glaube, so etwas hat man dort noch nie erlebt und ich mache mir auch langsam Sorgen. Nachdem sie vorhin zurückgespult und sichergestellt haben, dass es sich um diejenige welche handelt, wurden sie Zeugen der gleichen kataklysmischen Katastrophe vor knapp einer Stunde auf der Erde. Noch schlimmer, die Explosion bei diesem Ereignis ist so stark, dass bei der Wartung Schäden am Hauptentropiegerät und an unserer externen Schutzkuppel festgestellt wurden. Es besteht die Gefahr einer dauerhaften Beschädigung des Centers. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich verstehe nicht, was da unten so Schlimmes los ist, dass man nichts gegen tun kann. Selbst wenn man ihnen verdammte Beweise für ihr eigenes bevorstehendes Ausleben vorlegt und die genaue Ursache zeigt, unternehmen sie nichts dagegen. Wir müssen dringend ein Inventationsmeeting einberufen. Cole. Ja. Also hier gab es dann auch Schäden, aber was war das jetzt permanente Schäden oder sind die jetzt auch wieder weg, wenn wir es zurückspulen?
Das weiß ich jetzt nicht so ganz, was ich da jetzt von halten soll. Ich dachte schon, da steht... Das doch. Ich dachte jetzt... Alter. Ich dachte erst, da steht jemand. Was auch so war. Eine Schattengestalt. Wie crazy. Und da dachte ich kurz, ah nee, ist nur ein Busch. Aber diese Schattengestalt, die wir schon vor ewigen Zeit mal gesehen haben, zeigt sich mal wieder. Entropiereaktor. Das ist wahrscheinlich eine Entropieanomalie irgendwie. Da blitzt immer irgendwas durch. Rewind the Cataclysmic Event. Ja, das habe ich ja vor. Muss man mir nicht sagen. Hm. Wer möchte, dass ich dahin gehe? Ich bin eher dafür, dass ich gegen diese Wand laufe. Aber danke für den Hinweis. Dann gucken wir mal. Jetzt sind wir in 11 angekommen. New Puzzle Element Introduction. Transformers. Take an entropy cube through a transformer to change it into another type of entropy cube. Entropy cubes can be rewound through a transformer to restore it to its initial state. Got it. Safety. What? Walking through a transformer will not turn you into an entropy cube. But for extra safety, please don't stand near the transformer for extended periods of time. Okay, I'll tell you if I start feeling... Gegen das System! Ich bleib jetzt hier drin, ich bleib jetzt drin stehen. Okay, das Ding wird dann ein anderes... Ein Bridge-Würfel. Und das kann man da ruhig zurücksetzen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das ist ja mega cool. Okay, das bringt aber natürlich nochmal so rätselmäßig nochmal was anderes her. Aber das sieht erstmal ziemlich simpel aus, was wir hier machen müssen. Aber also, rätseltechnisch wird das natürlich krass werden. Also könnte es zumindest. Mal schauen. Hoffen wir einfach mal, dass ich heute ein bisschen schneller bin als letztes Mal, ne? So. Hä? Zwei verschiedene, oder wie? Okay, wir haben einmal einen Würfel. Das ist für die Endtür. Dann ist das ja wahrscheinlich auch schon das Endprodukt. Dann haben wir wahrscheinlich noch eine Sprungplattform und... Was kriegen wir denn wohl noch? Ja, ich gucke einfach mal nach. Eine Sprungplattform bräuchte ich aber wohl. Wo ich bräuchte eigentlich zwei. Ach, den Bridge wahrscheinlich noch. Werde ich noch einen Bridge bekommen. Wahrscheinlich sind die Dinger sogar immer in der Farbe. Also das ist das nächste Ding. Und dann... kriege ich jetzt noch eine Bridge, um hier rüber zu kommen. Ja. Ich bin so smart. Achso. Okay. Ich müsste das gar nicht mal von dem Würfel runternehmen, ne? Das wäre ja auch so gegangen mit der Sprungplattform direkt. Also der Würfel ist eigentlich useless. Da war ich aber schnell. 1 Minute 2. 1,2, so muss man sagen. 1 Minute 2 wäre weniger. Okay, erstmal ein Snack. Ich brauche irgendeine Chipstüte. Irgendwas Geiles. Noch ein Drink? Nee. Ich mach weiter. Ich halte das durch. Trinken. Wer braucht trinken? So, Stuff Launch und Puzzle Areas 11 Kont. Was auch immer Kont ist. Hier ist noch ein Computer. Would you like to play some ping pong? You don't have any arms. Don't have any arms yet. Okay. Nachher wird Astra noch die Antagonistin hier in dem Spiel. So wie Gladys. Oder nee, Whitney oder so hieß der Typ, ne? Sehr geehrte Mitarbeitende, Teilnahmeplätze für den jährlichen Entropy Center Tischtenniswettbewerb sind ab sofort offen. Let's go. Erstmal eintragen. Auch noch 30 Nachrichten. Ich bezweifle, dass ich das alles hinbekomme. Ich denke, ich habe so und so einige verpasst. Okay, mal weiter. Ich denke eher, es sollte jetzt bei 56 oder sowas sein oder auch ein bisschen höher. Okay. Brücke, hier können wir weiter. Puzzle Area 1103. Hier haben wir einmal einen Jump nach oben.
Gott, das ist so viel. Da muss ein Laser rein. Hier können wir den Würfel reinlegen. Und da können wir auch durchgucken. Das heißt, wir können hier irgendwas zurücksetzen. Ach du Scheiße. Aber wozu? Weiß ich noch nicht. Da können wir auch hoch. Der Button macht das Teil raus. Okay, das ist schon mal wichtig. Weil das brauchen wir. Wie kommen wir denn da hoch? Von da. Okay, und damit einer Bridge. So, was haben wir denn? Ein Würfel und wir haben da oben irgendwie diese Dinger. Ah, okay, ich muss den Würfel da rauflegen und dann kann ich damit... Das, Alter, das ist kompliziert. Eieiei, ja, das kann ja was werden. Da sehe ich mich ja jetzt überhaupt nicht. Also ich kann mich damit schon mal hoch manövrieren. Dadurch kriegen wir eine Sprungplattform und das weiß ich noch nicht. Laser, rotes Laser. Was wäre denn die Endposition? Der Laser wäre die Endposition. Puh, okay, das wird ja ein ewig lange Zeitfenster, oder sehe ich das falsch? Aber wo? Da oben? Warte mal, ich muss ja hier dann draufstehen, während das da fällt. Ja, das kriege ich aber hin. Aber wo ist... Das ist nicht die perfekte Laserposition, oder? Hm, doch vielleicht. Also ich könnte das Ding hier perfekt durchschießen, aber ich muss das Ding auch gar nicht richtig anhaben. Okay, das hier sieht nach dem schwersten Rätsel bisher aus. Auch wenn ich dachte beim letzten Mal schon, okay, das sieht heftig aus gerade. Aber ich glaube, das hier ist noch schwerer. So, einmal durch. Kann ich das erwischen von da unten? Ich hoffe mal. Ich meine, ich könnte es auch anders machen, wenn es so nicht geht. Aber es geht. So, also wir brauchen erstmal den Laser. Weil das das Letzte ist, was wir brauchen. Wir müssen ja immer umgekehrt denken. Und jetzt... Ne, warte mal, wenn ich den da durchschicke, der bleibt ja Laser. Ich bin überfordert. Was ist, wenn ich den jetzt erst da runterpacke und dann nochmal da hochschicke? Ich glaube nicht, dass das geht, ne? Ich glaube, ich muss schon den jetzt auf die richtige Position setzen. Ja, so. Okay, die Tür ist offen. Das ist jetzt Endposition. Hier löschen wir das Teil, warum ich auch immer unendlich habe. Aber egal, das Ding ist jetzt sozusagen pausiert, dass es das hier das Endprodukt ist, wo wir später hinwollen. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Und schicken die nochmal durch. Geht das überhaupt? Doch, oder? Ja, müsste. Müsste so funktionieren. Ey, ich bin mittlerweile jetzt schon irgendwie 11 Folgen oder 12. Was sind wir jetzt? Sind wir jetzt dabei? Und ich habe immer noch Fragen. Geht das überhaupt? Nee, ich muss drauf stehen bleiben. Und jetzt machen wir so rum. Jetzt haben wir die Sprungplattform. Und dabei können wir doch einfach auch eigentlich auch bleiben, oder? Weil dann setze ich den jetzt dahin. Und dann da drauf. Dann da runter. Und jetzt müsste ich es eigentlich haben. Wenn ich alles verstanden habe. So. Einmal bitte hier hin. Wir gehen oben drauf. Dann setzen wir den dorthin. Einmal mit Q, nicht resetten. So, und jetzt setzen wir das Ding einfach so lange zurück, bis der Laser drin ist. Es dauert jetzt 23 Sekunden, aber es sollte gehen. Hoffe ich zumindest. Oh. Ah, okay, ich habe was falsch gemacht. Aber ansonsten wird es gehen. Nee, gar nicht, ist doch ein Laser. Hä? Hä? Der setzt sich nicht weiter zurück? Gibt es ein Maximal-Rücksetzungsding? Das habe ich noch nie erreicht. Demnach hätte ich das vielleicht dann doch so rum... Alter, das ist schon schwierig. Okay. Ja, dann mache ich das jetzt nochmal.
Oh. Jetzt verstehe ich. Also ich habe es euch wieder vorgespult, was ich gerade getan habe. Ich habe nur so ein ganz bisschen schneller geschafft. Also es geht definitiv nicht. Also ich würde sagen, ich habe die kürzeste Strecke genommen, aber ich sehe jetzt gerade, wofür das denn da ist. Ich schicke den nicht wieder zurück. Ich schicke den dann dahin. Oh, ich hätte das sogar machen können. Okay, nochmal. Okay, so, jetzt sollte es eigentlich funktionieren. So wie ihr seht, geht er jetzt einfach über das Fließband. Sollte bis hier dann einfach gehen. Ich werde ihn jetzt einfach sofort nehmen. Fertig. Ja, das ist the way to go. Ich musste ihn nicht von da aus machen. Aber schon cool gemacht, dass die diese Möglichkeit offen lassen. Dadurch hat man so, ja, okay, das funktioniert ja. Also muss es richtig sein. Oh. Hier passiert. So, jetzt offen. Das ist schon geil. Also gutes Rätsel. Und gar nicht so kompliziert, wie ich zuerst dachte. Ging dann doch, aber hat trotzdem lange gedauert. 8, ja, 9 Minuten. War trotzdem schon übel. Okay, wo sind wir hier? Computer? Ja, Computer. Lass mal in den Computer gehen. Betriebsschutz, Tommys Fuß. Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte nur einen Vorfall zu Puzzle 1203 melden. Tommys Fuß ist nun teilweise ein Würfel. What the fuck? Er stand so lange neben einem Transformator und jetzt schaut auch sein Fuß, und jetzt schaut euch sein Fuß an. Er sagt, er habe quellende Schmerzen, aber irgendwie gefällt ihm sein neuer Fuß. Wie beheben wir das? Okay. An Jenny, tut mir leid zu hören, dass die Transformatoren immer noch einige neue Nebenwirkungen haben. Sie hätten vor nicht so allzu langer Zeit neu kalibriert werden sollen, um keine organischen Materie mehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir werden eine weitere Prüfung veranlassen. In der Zwischenzeit sollte einer der Puzzle-Agenten Tommys Fuß in seiner Vorwürfelzustand zurückspulen. Wir empfehlen nicht, den Fuß als Würfel zu behalten, da sich dies nachteilig auf seine Gesundheit auswirken könnte. Danke, Sarah. Ja, selbstverständlich. Das ist ja crazy. Okay. Also wahrscheinlich fühlt sich das so an, als hättest du den Fuß verloren. Vielleicht hast du noch so Phantomschmerzen oder so. Das könnte sein. Aber an sich hängt da einfach nur noch ein Würfel. Dass überhaupt der dran hängt. Okay, so, gehen wir erstmal hier hoch. Nehmen den Würfel direkt mal mit. Da können wir den durchschicken. Also da kriegen wir eine Bridge. Um sicher zu gehen. Ja, genau. Und hier kriegen wir eine Sprungplattform. Da haben wir ein Ding zum Ausmachen des Lasers. Das heißt, wir müssen den da drauflegen, dann hier rüber springen wahrscheinlich. Und dann mit der Bridge hier rüber. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte mal, aber ich kann da ja direkt hoch, ne? Ja. Okay, haben wir noch irgendwas? Warum habe ich dieses Gitter und warum ist das da? Irgendwie. Ach, ich muss von hier aus die Bridge rüber und dann muss ich hier rüber springen. Und da muss die Sprungplattform nochmal da sein. Okay, verstehe. Nämlich auch mich gefragt, wie ich die Bridge hierhin überhaupt machen soll. Das heißt, ja, hier ist Endposition. Hier muss der Würfel auf jeden Fall zum Schluss sein. So, dann brauchen wir die Bridge. Einmal in der Position da oben. So. Nee. So. Damit wir auch von der Bridge auch hier rüberspringen können. Das ist die nächste Position. Und dann brauchen wir nochmal den Sprung, das Sprungpad. Und gehen hier hin. Das sollte eigentlich auch alles sein. Vor mir fliegt eine Mücke rum. Ey, das ist so schlimm dieses Jahr, ne? Ich glaube, ich hatte das noch nie so schlimm, dass ich so viele Mücken hier hatte, auch so viele Mückenstiche. Aber ich habe Gott sei Dank so ein Pen, womit ich die irgendwie so ausbrennen kann. Das ist ziemlich nützlich. So. Komplett off-topic. Okay, einmal hier rüber.
Oh, wie schön, dass wir hier ein Fenster haben. Sehr hilfreich. So, dann hoffen wir mal, dass es auch alles noch reicht bis dahin. Von der Zeit her. Ich habe noch 3 Sekunden. Das war... Okay, das war aber maximal. Mehr geht ja auch nicht. Das war aber jetzt nicht die... Oh, oh. Mal. Oh, scheiße. Ich hab's verbockt. Oh, nee. Jetzt muss ich alles nochmal machen, oder? Ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Yay, geschafft. Okay, perfekt. Oh nö. Ach, das ist von oben. This is an entropy sensor emergency announcement. Entropy reactor core is at 30% stability. System reset required. Thank you. Thank you. Ich dachte, wir werden wieder angegriffen. Ich mag die Angriffsdinger nicht. Das ist mir zu stressig. Ja, sowas meine ich übrigens. So kann man auch keinen Würfel mehr entnehmen, wenn man sowas hier hinsetzt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche Puzzles das waren. Sind wir daran schon vorbei? Ne, wie 12 und 13 glaube ich erst. Ne, ich frage mich, ob wir da wirklich einen Würfel zu wenig haben und dadurch das Puzzle irgendwie schwieriger wird. Ich hoffe, wenn, dann gehen die nochmal drauf ein. Okay. Was macht das? Achso, das macht nur die Plattform hier vor uns. Die können wir uns ja einfach mal angucken. Okay, hier brauchen wir dann die Bridge, während das da unten ausgeschalten ist, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen einmal den Laserwürfel dann da hinstellen. Zum Unterbrechen. Aha. Das kann man im richtigen Augenblick machen. Kann da was drauflegen und das pausieren und dann da reinlaufen lassen. Wozu ist das da? Egal, gehen wir mal davon aus. Ich lasse den da liegen. Ich gehe mit der Bridge hier rüber. Was kommt dann? Dann gehen wir hier rüber, dann brauchen wir die Bridge nochmal. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Warte mal, was... Nee, da komme ich her. Was ist... Nee, da müssen wir die Laserwürfel haben. Okay. Wir brauchen da den Laser. Das heißt, ich muss das hier nur mit der Bridge lösen. Ist das dafür da? Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich kann eher den Laserwürfel... Hey, hä? Okay, ganz rall ich das noch nicht. Ich habe irgendwie noch einen Brain Lag bei dem Ding. Irgendwas fehlt mir. Also ich verstehe ja schon, dass es möglich wäre, den da runterfallen zu lassen. Ah, ach so. Kann den komplett von hier aus. Warum sollte ich das tun? Warum? Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ich muss einfach mal ein bisschen probieren und dann ergibt sich vielleicht die Lösung. Ah, wir können ja auch gar nicht hoch. Das ist ja interessant. Ja, okay. Ich kann den da halt hinsetzen. Aber das wird ja halt noch nicht die Lösung sein. Auch den Laser ja gleich noch. Ich setze das... Oh Mann, warum falle ich denn jetzt hier runter? Ich bin so tollpatschig. So, also ich kann den da eben hinsetzen und dann unterbricht er jetzt gleich den Laser, so wie ich das vermute. Oh, das sieht eine Sprungplattform. Oh. Das ändert natürlich alles. Jetzt verstehe ich. Das habe ich nicht gesehen. Ja, man hätte auch mal reingucken können, beziehungsweise ich habe da reingeguckt, aber ich habe es dann nicht erkannt. Einmal zurückspulen. Dann nutze ich die Bridge. Was ist das denn jetzt? Ich brauche meinen Laser wieder. Muss ich den dadurch zurücksetzen? Okay. Warum kriege ich das nicht zurück? Hätte ich dann den Würfel zurückspulen müssen?
Okay, Moment. Ich muss... Ich brauche den Laser oben. Aber der muss jetzt gleich da drauf stehen, damit ich wieder hoch kann. Das heißt, hier ist erstmal Endposition für Laser. Den setzen wir dann hier wieder drauf. Und dann gehen wir mit der Bridge hoch. Nutzen den. Nee, die Bridge muss so stehen. Ich möchte da gleich rüber. Dann lasse ich das Ding jetzt runterfallen. Das wird zu einer Sprungplattform, die ich nutze, um darüber zu kommen. Mit dem Laser. Gehen dann dahin. Und dann hoffe ich, dass ich das zurückspulen kann. Dass das wieder eine Bridge wird. Ah, Moment. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Okay, Moment. Das ist die Endposition für den Würfel. Jetzt gehen wir einmal hier hin. Wie komme ich da hoch? Ach, warte mal. Dann lasse ich den hier rüber schweben und dann setze ich ihn hier hin. Habe ich das jetzt richtig? Also ich hoffe, ich kann ihn gleich einfach noch komplett zurücksetzen. Und dass er dann wieder eine Bridge wird. Ansonsten habe ich halt ein Problem. So, also das würde gehen. Jetzt muss ich hier einmal wieder zurück. Und jetzt müssen wir den zurücksetzen und ich hoffe, ich kriege eine Bridge wieder raus. Ja, das ist eine Bridge. Okay, ja, dann haben wir's. Boah, ich weiß nicht, also hat mir jetzt mehr Gehirnzellen gekostet, als es eigentlich nötig war, weil so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Aber so ist es ja meistens, ne? Wenn man die Lösung kennt, dann kommt man da schnell drauf. Oder wenn man zusieht und dann schnell auf die Lösung kommt. Boah, das hat jetzt lange gedauert, ne? 571. Aber wir sind durch mit den Elfern, ja, siehst du. Das passt dann doch trotzdem schon mal ganz gut. Aber hier sonst ist hier nichts. Ah. 76% charged. Heißt das, ich habe 76% vom Spiel? Ja, oder? Ich würde sagen schon. Okay, dann mal in die 12er. Complete Act 11.